Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich hier für dich das Unboxing von der Degusta-Box aus dem Monat Februar. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Hol dir wirklich was zu essen und zu trinken, denn es ist gut möglich, dass ich aus dieser Box das ein oder andere probieren werde. Es ist nämlich eine Foodbox. Die erscheint monatlich, kostet 15,99 € pro Box und pro Monat. Mit dem Code Claudi kannst du 6 € auf die erste Box sparen, sodass du nur 9,99 € für deine erste Box bezahlst. Es ist ein jederzeit kündbares Abo und wir haben hier drin, ich glaube, 6 bis 8 Foodprodukte. Ist normalerweise ein Beauty-Kanal hier. Moin, mein Name ist Claudi. Kannst mich gerne hier unten einmal abonnieren. Das ist kostenlos. Hauptsächlich Beauty-Content gibt es hier, aber da ich auch ein sehr verfressener Mensch bin, gibt es hier auch Foodboxen. Ne? Ja. Genau, die Degusta-Box ist einfach eine Box, die ich jetzt schon seit 4 Jahren immer wieder hier bei mir regelmäßig vorstelle und ich arbeite mit denen zusammen. Das heißt, ich kann auch in diesem Video wieder eine Kooperation, oh Gott, was ist jetzt gerade los mit mir, eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau super gerne einfach mal vorbei. Und bevor mir mein Brain gleich vollkommen wegfliegt, gucken wir mal hinein. Okay, besser ist das. Crazy, Claudi, crazy. Okay, also, wir haben eine schwere Box, die wirklich gut gefüllt ist, ne? Und ein Warenwert von, ich glaube, um 20 €. Also du bekommst immer mehr für das Geld, was du dafür ausgibst, weil das ist ja auch irgendwie so ein bisschen glücksspielmäßig, in Anführungsstrichen. Du weißt halt nie, was drin ist. Du musst halt schon jemand sein, der ein bisschen mehr Bock hat, auch was auszuprobieren. Und da fällt mir gerade auf, dass hier normalerweise auch immer so ein Papier drumherum ist, wo auch draufsteht, dass man irgendwas teilen soll, das fehlt. Herzlich willkommen in der Papierkrise. Dann haben wir hier die Degusta-Box Cold angeteasert. Das finde ich auch sehr schön. 16,99 € mit einem Wert von über 25 € kann man sich die bestellen. Das ist die März-Box. Genau, da kann man einfach mal vorbeischauen. Schaut gerne in der Infobox vorbei, da habe ich euch alles Mögliche verlinkt. Und ja, da haben wir auch immer leckere Produkte drin, kann ich euch wirklich empfehlen. Dann haben wir hier also sowohl Ready-to-Use-Produkte als auch Produkte, die man dann noch zubereitet. Ne? Was ist denn? Movies and Chill ist das Motto, sehr cool. Und dann schauen wir einfach mal, welche Produkte uns hier glücklich machen werden. Ich lege mir das mal zur Seite, weil es sind hier auch Alternativprodukte drin. Und das erste, was ich hier rausgreife, ist Mr. Brownie. Rich, Moist and Fudgy Chocolate Brownies. Winter Edition. Ach, du ahnst es nicht. Wahrscheinlich von den Streuseln her. Mit echter belgischer Schokolade. So schaut das einfach mal aus. Das sieht sehr, sehr hübsch aus. Und das hat auch jeder drin. Ja, eine Backmischung, ne? Dass man dann die Brownies zubereiten kann. 6 Brownies. Nee, nichts. Das ist keine Backmischung. Das sind hier Brownies drin. Ja! Okay, mein Herz geht auf, Leute. Ich dachte gerade wirklich, das wäre eine Backmischung. Aber nein! Ja, das feiere ich. Das sage ich doch immer wieder, Leute. Ich liebe es. Ich finde das großartig. Dass ich das toll finde, wenn wir halt so fertige Küchlein oder fertige Brötchen oder so hier drin haben. Und hier haben, das finde ich super. Komm, also, ich habe gesagt, wir probieren hier Dinge, ne? Der wird gegessen. Brownies ist eigentlich eher so das, was mein Freund geil findet. Aber, boah, komm raus, du Stück. Oh, wie süß. Ja, guck mal. Mit Tannenbäumchen. Wie süß. Richtig, 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 richtig cool. Mit belgischer Schokolade. Oh. Baby, komm zu Mama. Wie esst ihr sowas immer? Solche Cupcakes oder Brownies oder so? Ich mache immer erst, keine Ahnung warum auch, das Ding hier ab. Und wenn die halt so diese Größe haben, sind die mit einem Haps im Mund. So lecker. Mega. Mhm. Also die werden nicht lange überleben. Sowohl mein Freund als auch ich mögen sowas sehr, sehr gerne. Das ist cool. Als nächstes haben wir hier eine riesengroße Tafel Schokolade drin. Das kriegt mein Freund. Der ist so Tafel Schokoladen-Fan von, ne? Milka Max Choco and Cookie. Und da gibt es 2 verschiedene Versionen von. Also entweder die hier oder die Championade. Die Championade wäre, ich glaube, dann mit Karamell oder so. Kann ich jetzt so auf die Größe tatsächlich nicht entdecken, muss ich gestehen. Es ist ein Riesenteil und es ist richtig cool. Da freut man sich doch drüber. Ja,
Geil. Dann habe ich hier drin Salmix Halspastillen. Wie finde ich das denn jetzt? Also, es ist was zum Essen. 24 Pastillen zum Lutschen. Aber ich finde, dass sowas nicht in eine Foodbox gehört. Ich bin da jetzt mal ehrlich. Nee, das finde ich nicht gut. Weil wenn das jetzt ein Trend ist, der sich fortführt, dann möchte ich das nicht unterstützen. Wobei das jetzt hier auch nirgendwo aufgeführt ist. Das heißt, es ist dann auch werttechnisch nicht aufgeführt. Das heißt, es ist dann eher ein Goodie. Das ist okay. Aber wenn das jetzt ein Produkt wäre, was hier auf der Produktkarte auch stehen würde, würde ich das richtig blöd finden. Aber so als Goodie finde ich das gut. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das so seht. Witzigerweise, Hustenbonbons sind für mich was anderes, weil das halt Bonbons sind. Aber Halspastillen, die nimmst du ja auch nicht jetzt irgendwie nur so, um den Geschmack zu haben, sondern die nimmst du ja wirklich bei Halsschmerzen. Für mich ist es dann eher so Richtung medizinisches Produkt, ne? Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Das wäre so, ne? Ja. Gedankengedönsen. Dann habe ich hier von Dr. Edgar von Vitalis Beerenmix Porridge drin, mit Milch zubereiten. Das ist schön. Mit warmer Milch dann wahrscheinlich, oder? Beutel schütteln und Porridge in einen Topf geben. Ja, das musst du aufkochen. Okay. Ich hatte jetzt nämlich erst gehofft, als ich das eben so im ersten Moment gesehen habe, dass es Müsli ist. Und ich esse mir jetzt gerne morgens immer so Müsli. Gut, da hat man jetzt ein bisschen mehr Arbeit mit. Das ist schade. Aber Porridge ist auch super lecker. Also ich esse auch gerne mal abends ein Porridge. Einfach wenn man so ein schnelles, warmes Gericht haben möchte, ist Porridge da immer ganz angenehm. Ich weiß nicht, ob man das jetzt zwingend in Milch aufkochen muss. Nee, alternativ hier. Siehst du, das ist nämlich super. Porridge mit Milch in geeigneter Schale 90 bis 20 Sekunden bei 600 Watt erhitzen. 1 bis 2 Minuten ziehen lassen und nochmals durchrühren. Siehst du nämlich. Ich wollte nämlich schon sagen, das ist doch ziemlich aufwendig, wenn ich mir das jetzt in meinen Topf geben müsste. Nee, das kannst du nämlich auch hier in der Mikrowelle machen. Das kannst du ja auch mit den Müsli-Geschichten machen, ne? Das mache ich halt auch super gerne. Hier sind ca. 9 Portionen drin. Ich hätte jetzt gedacht, das ist mehr, aber gut. Ja, wird dann auf jeden Fall von uns gegessen werden, also vor allem von mir. Dann habe ich hier noch was drin, das ist witzig. Brand Knäcket, das Dünne mit Hafer, Sunny Roggen. 200 Gramm sind hier drin enthalten. Sowas esse ich auch sehr, sehr gerne. In, ja, wenn ich abends mal einen Joghurt mache, dann mache ich mir auch, dass ich da eine Kiwi oder eine Birne, einen Apfel, eine Banane reinschnippel und dann halt sowas. Oder von DM habe ich diese Kern- und Saaten-Granola-Mischung sehr gerne auch mit da rein. Aber das hier kannst du auch nehmen, indem du es einfach klein machst, ne? Ich hatte das, glaube ich, war das nicht von Brand auch? Das mit Malzgeschmack, Entschuldigung, ich habe da ein Hundehaar, glaube ich. Das juckt mich die ganze Zeit. Oh. Genau, mit Malz war das. Es war so lecker. Und ich denke, dass ich das hiermit auch machen kann. Kannst du natürlich auch einfach so als Knäcke nehmen, die da ein bisschen Aufstrich drauf machen, das so essen, ne? Ja, aber so werde ich das wahrscheinlich verwenden. Hundehaar ist immer noch da. Dann habe ich hier Olive Toppings. Ach, witzig, das hat meine Mom, also meine Mom hat letztens Nudeln mit Arabiata-Soße hier mit hingebracht. Fand ich ziemlich cool von ihr, weil die kommt einmal die Woche vorbei und entweder koche ich dann irgendwas oder mein Freund hat was vorgekocht oder sie bringt irgendwas mit, was wir dann hier eben schnell zubereiten. Genau, und dann hatte ihr Mann nämlich Arabiata-Soße gemacht und da waren Oliven drin. Also ich persönlich kenne Arabiata-Soße nicht mit Oliven, die übrigens sehr, sehr scharf war. Genau, hier ist auch sowas. Ideal für Pasta, also im Prinzip sah das schon sehr ähnlich aus. Witzig. Von Gaea. Mix aus halben Kalamata und grünen Oliven, mariniert mit Kräutern und nativem Olivenöl extra. Man kann Oliven aber auch super einfach so essen oder in Salat reinmachen oder so, ne? Sowas mache ich auch immer ganz gerne. Dazu hätte es auch noch Alternativen gegeben, siehst du wohl. Zu dem Müsli übrigens auch, da hätte es auch noch hier alternativ Apfelzimt oder Meerkorn gegeben. Und hierzu hätte man noch alternativ andere Sachen haben können. Oh Gott, oh Gott. Das kann ich jetzt auch auf die Entfernung nicht sehen. Hier, auch so Salatoliven hätte man hier auch mit drin haben können. Naja, man kann es ja trotzdem mal ausprobieren, ne? Die einfach so zu essen. Jetzt habe ich ja auch das ein oder andere Getränk. Da habe ich hier dieses Train Push Repeat bei Marco Reus. Zitronengeschmack, das hatte ich auch letztens mit einem anderen Geschmack doch auch irgendwo mit drin. Ich mag das schon sehr, sehr gerne und ich habe auch irgendwo eine Reportage gesehen von wegen, was ist mit diesen Vitaminwassern und so weiter.
Du musst halt schon aufpassen, weil da ist oft irgendwie so Zucker oder zuckerähnliches Gedönsen drin, ne? Guck mal hier, allein, also hier steht zwar Low Sugar drauf, aber da hast du halt in 500 Millilitern 12,5 Gramm Zucker. Ja, ne? So. Ja, und man sollte sich halt nicht darauf verlassen, dass man halt damit irgendwie gesund oder gesünder lebt. Also man sollte generell eine ausgewogene Ernährung haben, sagte sie und schwärmte eben noch von diesem Brownie. Und ja, ne, also am besten sich halt auch einfach mal einen Apfel essen. Das ist auch immer ganz gut. Ja, komm, aber wir probieren das hier doch einfach mal so ein bisschen. Warum eigentlich nicht? Riecht schon sehr angenehm. Prost. Ohne Kohlensäure, aber angenehm. Also als hätte jemand wirklich eine Zitrone hier reingepresst, ne? Doch, das mag ich wohl leiden. Dann habe ich hier noch was drin, das mag ich auch gerne. Organics by Red Bull, Simply Cola, Strong and Natural. Das habe ich damals öfters mal geholt, wenn wir tanken waren. Das gab es auch immer bei Tanke. Jo. Und ja, das ist halt so ein Cola-Ersatz von Red Bull. Ich glaube auch mit einem relativ hohen Koffeingehalt. Mochte ich halt immer sehr, sehr gerne. Jetzt wird mein Freund es wahrscheinlich bekommen, weil ich weiß nicht, ob ich diesen hohen Koffeingehalt in der Stillzeit zu mir nehmen darf. Steht relativ häufig drauf, dass es nicht in der Stillzeit getrunken werden darf, aber das steht hier nicht drauf. Muss ich mich nochmal informieren? Also, vielleicht auch einfach möglich, dass ich das trinken darf? Das wäre ja cool. Koffein aus Kaffeebohnen. Und Kaffee trinke ich, ne? 13 Milligramm pro 100 Milliliter. 250 Milliliter sind hier drin. Mal schauen, aber jetzt ist abends, jetzt brauche ich sowas eigentlich nicht mehr trinken, sonst 3 Tage wach, Leute, ihr wisst Bescheid. Ja, einen Riegel habe ich hier noch mit am Start. Power X System Proteine für den Muskelzuwachs oder auch einfach mal so zwischendurch. Protein Deluxe 13 Gramm High Protein Salty Peanut Geschmack. Oh, lecker. Sowas mag ich sehr, sehr gerne. Bei diesen Repeat-Geschichten hätte man übrigens, oder Vitaminwassern hätte man übrigens auch noch andere Sorten drin haben können, sehe ich gerade. Bei dem hier nicht, aber das ist so geil. Das lege ich mir ans Bett für meinen Mitternachtssnack. Cool. Ich weiß gar nicht, doch, das ist ja auch aufgeführt, ne? Von Loka. Genau. Gardena. Nein, Garde. Oder? Gardena. Heißt das wirklich Gardena? Also, ich kenne Gardena als Marke. Benutze ich im Sommer vor allem. Peanut Butter. Crispy Wafers mit Peanut Butter und Creme-Füllung. Und Milchschokolade. Das sieht ansprechend aus. Das sieht sehr, sehr lecker aus. Diese Loka-Waffeln sind eigentlich nicht ganz so meine Welt, aber wenn da Peanut Butter mit drin ist, bin ich direkt mit dabei. Auch das, Mitternachtssnack. Und dann habe ich noch eingepackt. Ja, Stoff. Okay. Ist nicht so meine Welt. Eifelbräu-Landbier. Ach, du ahnst es nicht. Süffig und würzig frisch von Bitburger. Das ist ein Oschi hier, 0,5 Liter. So ursprünglich wie ein Landbier, so besonders wie ein Bitburger. Ja, läuft bei ihm. Wird bei uns nicht getrunken, wird weitergegeben, ne? Also wir haben öfters auch mal hier so ein alkoholisches Getränk mit in der Box. Gebe ich immer weiter, weil sowohl mein Freund trinkt keinen Alkohol und ich halt auch nicht. Und ja. Ne, nö, wandert weiter. Aber wir haben jetzt hier einmal den Inhalt der Box. Mein Highlight, definitiv die Brownies, Leute, keine Frage. Aber wir haben ja auch coole Produkte wirklich drin. Ich mag es einfach, dass wir diesen bunten Mix aus, kenne ich noch nicht, Produkten und es sind schon so Basic-Produkte mit dabei haben, wie ein Knäckebrot oder eine Tafel Schokolade. Das mit diesen Heizpastillen hoffe ich, dass das wirklich jetzt einfach nur so eine Goodie-Aktion war. Ansonsten sind 3 Produkte, also dieses Müsli, das mit Vitaminwasser und der Proteinriegel bei Health and Chill hiermit aufgeführt. Also quasi, dass man so ein bisschen gesundheitsbewusstere Produkte mitbekommt. Ich weiß nicht, welchen Weg das gehen wird. Ich hoffe einfach, dass diese Box nach wie vor mehr so in Richtung Ausprobier-Snackbox, wie auch immer sein wird und nicht jetzt irgendwie diesen super Gesundheitscharakter erfüllen möchte, weil da bin ich dann raus. Ich bin halt eher so für auch mal was schlickern, ne? Ja, ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und der Degusta-Box aus dem Monat Februar. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Box so fandet und falls ihr Bock auf die Box habt, sie zu abonnieren. Denkt an den Code Claudi für 6 € Rabatt, ansonsten alles in der Infobox nochmal verlinkt. Und wenn es dir hier gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir.
Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen darüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!